Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Parasite Eve. Wir haben uns in der letzten Folge weiter in Chinatown umgeschaut und haben dann Maeda getroffen, welcher gesehen hat, dass verrottetes Fleisch sich in die Kanalisation gemacht hat. Dementsprechend sind wir runter und seitdem laufen wir und schießen wir uns hier durch Fledermausartige Gegner, die uns erblinden lassen, was dafür sorgt, dass der Kampf unnötig in die Länge gezogen wird. Und ich habe räumisch, technisch, tastisch den Weg gefunden, den ich finden wollte. Dementsprechend haben wir das jetzt vielleicht mal erledigt. Interessant, wie du da hochkletterst. Immer schön zwischen die Stufen greifen, zwischen die Dinger. Alles klar. Ja, und wir haben eine Shotgun eingesammelt. Die ist ziemlich cool. Macht irgendwie mehr Schaden als meine Waffe, die statistisch gesehen mehr Schaden machen sollte. Was machst du da? Nein, das wollte ich nicht. Gehst du eigentlich komplett nach unten? Ach, scheiße. Ich habe die ganze Zeit nach oben gedrückt, aber sie ist automatisch nach oben gegangen. Dementsprechend geht sie jetzt automatisch nach unten. Alles nur, weil ich wissen wollte, ob da links was ist. Ja, habe ich es gerade gesagt. Statistisch gesehen macht es nicht so wirklich viel Sinn, aber von mir aus. Shotgun-Style. Endlich habe ich sie. Vielleicht bleibe ich bei der Waffe, mal gucken. Mit den anderen Waffen, mit der anderen Waffe mache ich ja so zwischen 60 bis 80 Schaden und die hat definitiv 80er. Wobei, wir haben auch bis jetzt nur einen Kampf gehabt, mal schauen, wie es sich bei der Fledermaus verhält, vor allem wenn man blind ist. Sollte aber keinen großen Unterschied machen, weil wir eh nah ran müssen. Ja, ich habe gerade einfach mal 100 Schaden gemacht, herzlichen Glückwunsch. Die Waffe haut definitiv rein, das ist viel angenehmer. Ich habe auch so das Gefühl, als könnte ich öfter... Ah, natürlich war da oben eine Kiste. Öfter angreifen, warum auch immer. Also... Kann ich mich bei diesem Spiel nicht auf die Zahlen verlassen. Die Attribute im Menü. Dein Inventar ist voll. Kein Ding. Ich habe gerne... Ich habe noch genug U-Club 3. Genug Gegenmittel für euch. Der nächste Abenteurer, der hier vorbeikommt, wird sich auch denken, was liegt da nur für ein Schwachsinn drin. Und dafür bin ich die ganzen optionalen Wege gegangen. Club 3. Okay. Dann schauen wir mal im Vergleich zu Club 2, welcher Gegenstände klauen kann. 38 ist ja so gut, was hast du denn? Er hat sogar auch den Effekt vom Feuerring, das heißt, wir müssen das nicht ändern. Quick Draw. Man hat immer den ersten Schlag, alles klar. Dann wieder mal umrüsten. Aber muss man wirklich Gegenstände klauen? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Man kriegt ja so schon genug. Und... Ja, nee. Ich wollte gerade sagen, meine Attribute auf die... Wo bin ich denn? Ach, da. Auf die Gegenstandskapazität zu machen, ich weiß nicht. Also es hilft halt, weil ich dann viel Medizin tragen kann. Das ist... Ja, was ist das? Das ist der ganze Eve. Mitochondrien-Schleim. Ich habe lange nicht mehr Mitochondrien oder Mitochondria gesagt. It's die... Ach so! Das ist die Audienz vom Central Park. Also hier haben sie die ganzen Leute gelagert, die zu Matsch geworden sind. Herzlichen Glückwunsch. Das ist natürlich interessant, ja. Der ganze Scheiß quillt doch über, Mann, oder? Ah, das ist auch eine Szene aus dem Intro. Ja. Hatte wohl keine Lust. I have to get the slime out of the reservoir before it infects the whole city. Ja, muss den Schleim da rauskriegen, bevor es die ganze Stadt infiziert. Meinst du den Schleim jetzt, der da runtergefallen ist, oder der in diesem Kessel? Das ist, ich glaube, im Kessel, ne? Ich denke, das können wir machen, indem wir mal ein wenig an den Ventilen rumdrehen.
Drehhorn. Das sind aber ziemlich viele. Holy shit, ist das jetzt ein Rätsel? Erstmal Zufallskampf. Oh, Moment. Ist das nicht dieser... dieses Monster, welches mal der erste Boss war? Jetzt ist es ein Zwischengegner. Sowas feiere ich ja schon etwas. Schaden ist aber heftig. Oh, shit. Ey, das war, glaube ich, ein Soundeffekt von Final Fantasy VII. Das ist nämlich natürlich der Nachteil an so einer Shotgun. Dass man immer nah rangehen muss, schätzungsweise. Ui, aber dafür kann ich vielleicht einen Schaden austeilen. Ich gehe mal absichtlich jetzt weiter weg. Ja, man sieht es ja am Radius, ha? Oh, er hat einen Anfall. 10, 10, what the fuck? Ah, so ist schon besser, ha? Wobei ich jetzt die 54er und die 30er jetzt nicht unbedingt verstehe, warum so ein richtiger Unterschied. Naja, ich werde mich, glaube ich, sicherheitshalber nochmal heilen. Und Duan! Was hast du vor? Was hast du vor? Ich warte, ich warte. Ja. Genau, sowas in der Art habe ich mir gedacht. Mach den Mund auf! Bam! Okay, wow! Die haben viel XP gegeben und guck mal, die geben mir auch krasse Waffenverstärkungen. Also könnte ich hier eigentlich mega krass farmen, oder? So. Critical Invade. Das bedeutet ja, dass ich meine Waffe... Defense. Hier. Meine Waffe, die kritisch ein wenig scheiße ist, verbessern könnte. Meine Rüstung. Aber ich warte dann lieber auf eine spätere Rüstung. Ich denke, genau das wird passieren. Dann stecke ich alles rein und dann kriege ich sowieso demnächst eine bessere. Okay, ich kann hier nicht viel machen. Wahrscheinlich dieses eine Ventil da links, ne? Dieses da. Ist das einzige, was optisch heraussticht. Nee. Nee. Ach nee, es war wahrscheinlich nur für diese Kiste. Mein Inventar ist doch permanent voll. Okay, dann nehme ich mal Medizin. Für ein Tool. Okay. Na gut, gehen wir halt wieder nach oben. Hä, wieso läufst du so... Okay, jetzt, ich wollte gerade sagen, wieso läufst du so langsam? Ach, da oben ist ja schon wieder eine Kiste. Kann ich nochmal Medizin nehmen? Nee, ne? PE, increases PE Defense. Offense, okay. Dann verbessere ich mal meine Shoddy. In der Hoffnung, dass da irgendwas Sinnvolles drin ist. Vielleicht Rüstung. Das wäre echt toll. Nein, Medizin. Nein. Fuck, fuck, fuck. Okay, dann wird es mal wieder Zeit, ordentlich Medizin zu spammen. Hallöchen. Ach, hier kann ich die Zufuhr dann vielleicht einstellen. Ah, nee. Das ist ein Raum. Da. Das sieht gut aus. Inventar. Inventar, Inventar. Oh Gott. Ach so, warte, ich kann mich ja trotzdem etwas entledigen. Habe ich ja vergessen. So, werfen wir einfach Medizin weg. Zack. Für Munition. Scheiße, das hätte ich ja ohnehin einsammeln können. Das Einzige, was sich stapelt. Oh, kann ich das speichern? Jap, jap, jap. Das schreit doch nach einem Bosskampf. Hallo, hallo, hier, ich rufe hier unten aus der Kanalisation an. Was, was? Ich denke, wie können Sie das von da aus sagen? Seien Sie doch nicht albern. Hä, wieso? Wieso ist Nummer 2 zeittechnisch so weit hinten? Und Nummer 1? Ach so, von oben nach unten, klar. Vergiss es. Ich laber Schwachsinn. Der Monitor da zeigt doch einfach ein Bild, anstatt... etwas in Echtzeit.
I could move, ja, ich könnte hier den durch den Schleim bewegen, indem ich hier was mit ein paar Knöpfe drücke. Hauptenergie ist aus. Also stellen wir es an. Pumpe 1, Pumpe 2, beide Pumpen gleich. Nicht genug Power. Pumpe 2. Okay. Für Pumpe 2 reicht es, aber für Pumpe 1 noch nicht. Hab ja schon wieder minimalen Rätsel gebrochen. Oh Gott, oh Gott. Ja gut, der Schleim, der manifestiert sich aber jetzt, schätzungsweise. Ist er ja jetzt freigesetzt worden. Und jetzt? Pumpe 1. Gut, ich glaube, das war alles. Ach, da ging es ja auch noch lang. Dann macht das natürlich Sinn. Uiuiuiui, was habe ich da noch freigelassen? Fragezeichen? Da geht's nicht weiter. Oh, was? The water is too high. Zu viel Wasser. Ja gut, dann vielleicht mal wieder die Pumpe ablassen. Turn it off. Macht das Sinn? Ich meine, es war ja eigentlich blockiert. Ja, es macht Sinn. Okay. Das war das Rätsel. Einmal an, einmal aus. Aus die Maus. Okay. Jo, das sieht doch episch aus. Musik wird aufgebaut. Wo ist es denn, hä? Muss ich da lang? Oder nach da oben? Wäre cool, da, wenn sich der Bosskampf je nachdem ändern würde, ob man oben ist oder auf den Gleisen. Okay, Kistis. Critical Invade. Schlüssel. Komm schon, gib mir jetzt mal eine neue Rüstung hier. Sonst packe ich da wirklich alles drauf. Wieso kann ich da nochmal speichern? Okay. Werfe ich halt noch eine Medizin weg. Für Medizin! Immerhin, eine bessere Medizin. Das hat ja schon fast was von Techno-Trance. Oh nein. Zufallskampf? Natürlich. Fuck. Okay. Oh, ein Maulwurf. Das ist mal was anderes. Warten wir mal sicherheitshalber, bis er rauskommt, oder? Können wir vorstellen, dass er kritischen Schaden macht? Ja. Ja, jetzt Angriff! Nein, Bastard. Oh, der ging daneben. Ich glaube, es war die Kreatur. Oh Gott. Nein! Ah, der fällt schon. Sehr gut. 88, ja, der haut rein. Aber ich hau auch rein. Mitten ins Gesicht. Ach shit, das bedeutet ja natürlich auch, dass er ständig unangreifbar ist. Oh Gott. So, Punkte wieder mal dabei. Das brauche ich ja nicht. Gut, dann heilen wir uns mal jetzt ein wenig. Mit Medizin, oder? Wie viel habe ich? Kann ich hier irgendwie mal sortieren? Arrange.
So. Schon besser, hä? Ne, so viel habe ich gar nicht. Aber ja, ich bin halt trotzdem voll. Ich muss halt... Ich hoffe halt echt, dass ich jetzt hier... mal eine bessere Rüstung kriege. Das ist jetzt etwas gepokert. Aber naja, kann man nicht ändern. Natürlich sind sie miteinander verbunden. Gut, dann mache ich mir den Spaß und laufe nochmal zurück. Oh, oder auch nicht. Hallöchen. Gegner. Gut, dass ich gewartet habe. Gut, dann setze ich jetzt erstmal... Was ist das hier? Use speed to slowly recover. Oh, Regener-Funktion. Barriere, genau, das wollte ich machen. Sonst noch was? Kommst du mir mal näher, finde ich nicht so cool. Ach, daneben. Pam! Oh! Das ist mal ein schöner Schaden. Sehr zu genießen. Pam! Ach, ich liebe Shotguns. Aua, aua, aua. Okay, da verlasse ich mich auf meine Autoheilung. Ist das so, Bastard? Nein, nicht vergiftet. Fuck, egal. Bam, bam. War's das schon? Nein! Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, das ist nicht gut. Mehrere Gegner. Gott, zumal... Was ist das für ein Käse? Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Oh shit, die machen heftigen Schaden. Oh mein Gott. Okay, der ist schon mal down. Fuck. So. Taktik verstanden. Ohne Gift ist das in Ordnung. Ich würde gern den rechten da. Rechten. Ja, das ist jetzt der linke. So. Oh Gott. Zack. Nein, wieder vergiftet. Medizin. Ich habe keine Medizin mehr. So viel dazu. Okay. Angriff. Das nützt nichts aus der Entfernung. Ja, okay. So, da geht jetzt meine erste Phoenix-Feder drauf. Alles klar. Fuck. Wieder vergiftet. Stopp! Ah! Stopp doch! So. Guti. Dann einmal Heilung 3. Ich verstehe nicht wirklich, wieso meine PI immer langsamer wird. Das hat mir keiner gesagt. So, okay. Das war heftig. Schon zugeben. Ja, können wir jetzt alles natürlich wieder einsammeln. Krass, 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 du. Gut, Punkte behalte ich mir erstmal auf. Naja, dafür hat man den ganzen Schisse gesammelt, ne? Medizin 3, ja. Oh, jetzt wieder mal normale Gegner. Oh, ein Maulwurf vielleicht ganz allein. Oder liegt das jetzt an meiner Waffe, dass meine PI so... Oh, aua. Wieder so ein... Final Fantasy 7 Soundeffekt. Das klang nach einer Limit-Attacke. Sehr, sehr interessant. Also es ist jetzt nichts Sonderbares, dass Soundeffekte recycelt werden. Ich finde das eher charmant. Man merkt dann wirklich, wo es herkommt. Zack. Jetzt level-up-technisch erstaunlich viel HP. Okay. So, die Folge ist gleich um. Dann
habe ich das hier schon geändert? Ranked, okay. Dann nehmen wir doch mal unsere Punkte für die Active Time oder Gegenstandskapazität. Komm, jetzt bleibe ich dabei. So. Ausrüstungstechnisch immer noch nicht viel anders. Oh, guck mal hier. Ich hatte sogar eine Weste, die Gegengift verhindert. Oh, shit. Ja, ich meine, meine Pi-Energie ist halt auch echt trotz mit der Weste hier, ne? Strong against, ja, stark gegen Statusveränderung. Leicht, aber taffe Armor. Dafür ist halt die Autoheilung am Start. Sorgt ja auch dafür, dass ich nicht unnötige Züge für meine Heilung verschwende. Also die Taktik, meine Taktik mit meinem Rieseninventar und 30.000 Medizin geht schon irgendwie auf, ja? Naja, gut. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit den Let's Play Parasite Eve. In der nächsten Folge schauen wir uns mal hier weiter in Brooklyn Bridge, stand da, im Untergrund um. Schauen, ob wir dann Eve vielleicht mal demnächst finden oder mal fucking bessere Ausrüstung. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.